Jo, dann läuft le Aufnahme. Das ist sehr gut. Ja, finde ich auch. Hallo. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Modyssey. Herzlich Aus der Sicht von dem willkommen. komischen fetten Typen da. Hi, ich bin Dave. Ja, Dave ist auch da. Und natürlich auch, ne? Jan, Dodo, ne? Ja, Ist ja alles wie Dodos erwartet. Kanal, deswegen ist es ein bisschen unausweichlich. Jan ist jetzt so ein bisschen auch da. Ja. Ich existiere auch noch. Jan ist Er ist der auch Uwe. da. Und ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Auch dabei. Genau. Ja, wir haben uns das Feedback vor auf den letzten Folgen angehört. Ihr müsst wissen, das ist jetzt die zweite Aufnahmesession erst, deswegen konnten wir in den ersten vier Folgen noch nicht so auf euer Feedback eingehen. Ja, das war's auch schon. Ja, jetzt können wir das. Was war das Was war denn das Feedback, Feedback? Dodo? Erzähl mal ein bisschen. Das Feedback war, hallo Leute, wir sollen ein bisschen mehr erklären, was wir machen. Das richtete sich insbesondere an Jans erste Folge, wo er einfach Ja. Kisten gecraftet hat, durchgestürmt hat und auf einmal standen da riesige Stände. Deswegen, ab jetzt gibt es ein bisschen mehr Erklärung. Bei mir werdet ihr vielleicht nicht so viele Erklärungen bekommen, liegt daran, dass ich selber keine Ahnung habe. Wir werden uns da selber durchfuchteln, aber die beiden haben ja schon Ahnung, was sie machen, die können euch auch was erklären. Ja, ich werde anfangen zu erklären, wenn ich das nächste Mal dran bin. Ja. Ja, Das und. ist so das. Wir brauchen blaues Holz übrigens. Und das ist so das, was die Kommentare geschrieben haben. Plus, dass Leute sich hier extrem drauf freuen. Und Okay. wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt während der Folge gleich ein wenig rausziehe. Ich habe hier noch eine schöne warme Lasagne vor mir stehen. Oh, jetzt habe ich auch Hunger auf Lasagne. Ja, Ja, wir fahren gleich in Ikea und da essen wir dann. Mal gucken, was es da so gibt. Ikea soll ja berühmt-berüchtigt sein, nicht nur für halt die Möbel, sondern tatsächlich auch für die Küche. Deswegen, ich habe noch nie bei Ikea gegessen. Ich bin mal nein, gespannt. Habe ich echt das ist nicht. richtig. Also die Auswahl ist relativ gering, aber dafür ist es gut und Ja. auch echt günstig. Okay. Ja, also genug Gelaber, würde ich jetzt aber sagen. Ich renne hier nämlich nur die ganze Zeit rum und gucke meine Kisten und ja, mache nicht wirklich was. Das ändern wir jetzt. Denn ich habe heute in der Folge geplant, deswegen bin ich auch ein wenig Eisen am Schmelzen, mit dem Mod Create anzufangen. Create ist ein sehr toller, anfängerfreundlicher Mod. Und die ersten Sachen, die wir uns craften werden, sind Engineer's Goggles, eine Wrench und natürlich als allererstes ein Large Water Wheel, um überhaupt erst Stress Units zu produzieren, was die Energieform von Create ist. Dafür werde ich auch ein wenig viel sehr toll Holz brauchen, sehe ich gerade, was ich nicht habe, weswegen wir als erstes ein wenig Bäume fällen gehen. Ich brauche Bäume fällen. So, wo haben wir denn Bäume überhaupt? Dominik, wo habe ich Bäume? Hier habe ich Bäume. Schmetterling. Gibt's bestimmtes Holz, was du brauchst? Ist mir egal. Ich brauche Holz. Weil ich habe in meiner letzten Folge so ein paar richtig schöne goldene Bäume mitgebracht. Die stehen bei mir. Da. Ich werde hier auch angegriffen. Hey, es ist Nacht, warum gehe ich bei Nacht Das raus? war ein Creeper, nur zur Info für alle, die halt. Also man hat es ja nicht gesehen. Wollen Aber es wir war vielleicht nicht schlafen schlimm. gehen über Nacht? Das ist eine gute Idee Ja, tatsächlich. Hey, I geh mal da agree raus, das ist with mein this. Bett. Ah. Ups. Oh, es sterben Viecher, ich hör's. Ja, das freut mich. Muss meinen ungewählten Gast mal kurz beschützen. So. Boah, hab ich mich erschrocken. Was war das denn? Ach, die haben irgendwelche Soundeffekte, um sich zu heilen. Ich glaube, es hackt. Okay, der stirbt von selber. Perfekt. J, nicht Ö. Ich will die ganze Zeit Ö drücken, um die Map aufzumachen. Ich will hier hin. Waypoints, weil ich brauche Holz. So, ich muss ja rechts hier nach rechts laufen, da lang. Wir haben einen Was denn Wandering jetzt? Trader. Oh. Und tschüss, Kollege. Hasse die Dinger. Nee. Einfach nein. Die traden auch nicht Nein. wirklich was Gutes. Die traden einen Haufen Scheiße, weswegen ich die jedes Mal umbringe. Call me herzlos. Change my mind. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Oh, ich werde aber auch gleich Essen brauchen. Fällt mir gerade so auf. Jan, du Ja, hast ja ein bisschen theoretisch habe was, ich. hast du gesagt, ne? Ein bisschen was habe ich, ja. Da werde ich ein bisschen Holz farmen und dann schauen wir mal bei Jan vorbei, wie sein Progress gleich so ist. Wer schießt mich denn hier schon wieder ab? Das ist doch nicht wahr.
Geh mal weg. Also meine Taverne steht gleich. Das heißt, Alkohol können wir schon mal ausschenken. Ich habe ein grünes Bett. Ich habe eine Hobbit-Höhle. War hier nicht immer eine versteckte Kiste oder? Oh, nein, war es nicht. Okay, aber das grüne Bett will ich haben. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Das brauche ich aber nicht. Den Rest brauche ich auch nicht und tschüss. Gelootet. Nice. Dieser Moment, wenn du Cobblestone Farm gehen möchtest und einfach alles findest außer Cobblestone. Andesite, Diorit, Granit, Gravel. Andesite, markier das mit einem Waypoint, bitte. Ich brauche so viel Andesite, wie es geht. Ja, mache ich. Es war echt nicht viel. Es ist viel mehr Diorit. Ist mir egal, ich brauche alles. Also an Andesite. An Andesite kannst du aber craften. Ja. Aber aus Cobblestone und Diorit. Ja, okay, dann brauche ich auch jede Menge Diorit. Nehme ich auch. Aus Sound Essenz und Nether Quartz Essenz. Oh, die Mod. Oh, die Mod ist hier auch drauf. Okay. Ja. Toller Wald. Okay, gibt es noch irgendwo anders einen Ort, wo ich Bäume fällen kann? Solltet ihr irgendwelche Grundholzarten finden, also Grund-Minecraft-Holzarten finden, ich hätte die gerne. Aber zumindest ein Setzling davon. Ja, ich dann fahre mich jetzt einfach mal Fichtenholz. Hast du davon schon Setzlinge? Ich habe auch Spruce und Birch. Ja, Spruce ist das. Ja, mir fehlt noch Acacia und Dark Oak. Ja, Dark Oak ist auch mein Lieblingsholz. Kann man die auch irgendwie craften? Dark Oak Sapling. Die kann man mit Mystery Agriculture craften, wie immer. Die kann man umwandeln in Botania. Und Jungle fehlt mir auch noch. Aber das war's, okay. Das heißt, man musste wirklich mit Mystery Agriculture anfangen, damit man auch alle Holzarten hat, ohne dass man weit reisen muss. Ach krass, das ist gar kein Nadelwald. Was ist denn das? Purlock. Biomes of Plenty. Kann ich aus dir Sachen machen? Es sieht so aus. Alles klar, dann holze ich hier jetzt ab. Wenn ihr blaues oder schwarzes Holz findet, könnt ihr mir das mitbringen. Die haben meistens was mit Magie zu tun. Ja, das ist von Ars, was du übrigens gefällt hast. Also von dem Ars-Addon, wovon ich in deiner Folge geredet habe, tatsächlich sogar. Der goldene Baum. Und der Standard-Ars ohne das Addon hat 4 Holzsorten, 4 Farben: Grün und Rot, RGB. Grün, Gelb, Rot, Blau. So die 4 Farben. Die werde ich auch noch sammeln, weil ich daraus ein schönes Baumhaus bauen werde. Ui. Aber ja. Wenn ich die finde, Setzlinge, kriegst du natürlich auch. Jo, gerne. Ich habe gerade eine riesen Höhle gefunden. Also falls jemand in nächster Zeit mal Bock hat, ich will jetzt gerade nicht in die Höhle, aber wenn jemand mal Lust hat, gerne. Ja, später gerne. Also in Jans Folge oder so kann ich gerne weiter farmen gehen, damit ich mehr Zeug bekomme. Gerne, einfach bei mir in den Tunnel rein und dann runter. Ist da auch das ganze Diorite, Andesite und Granite? Obwohl Granite brauche ich. Größtenteils Diorite. Ja, ich meine, dann crafte ich mir das aus Cobblestone. Braucht jemand von euch rohes Uran? Nein, noch nicht. Noch okay. Nicht? Ich hab aber welches. Okay. Solange es nicht strahlt, ist alles gut. Ja, dann passt das zu mir. das ist alles Diorit. Dave, bist du gerade in deiner Base? Nein, ich bin am Sterben. Ich bin am Holzfarmen, wollte ich sagen, aber dann bin ich kurz einen Baum runtergepurzelt. Ich würde dir nämlich sonst Essen vorbeibringen. Kannst du auch so? Du kannst mir das einfach in eine Kiste schmeißen, wenn du magst. Du hast ja bei mir Rechte, ich habe nichts geclaimed. Ey, okay, so viel. Wie hoch ist denn dieser Baum noch? Ich will doch nur ans Ende. Okay. That reminds me of. Wenn wir gleich zu Hause sind und diesen Baum gefällt haben in 500 Jahren, erinnert mich ein bisschen an SAO, dass wir diesen Baum hier nicht klein bekommen, aber gut. Wenn wir diesen Baum aber klein bekommen haben, werden wir gleich mal ein paar Quests claimen, weil wir nebenbei, während ich hier casual spiele, erfüllen wir zufällig nebenbei Quests, die wir erfüllen müssen. Was ziemlich praktisch ist. Was hast du gefunden? Blaues Holz. Ah ja. Cool. Irgendwie gerne einfach vor meinem Turm anpflanzen. Okay, ich bin fast an der Spitze.
20 Minuten später, der Baum ist weg und die Folge auch. Ich sehe schon kommen. Ach komm schon. Boah. Hey, ich war da gerade am Hochklettern. Muss ich hochfahren. 1, 2, 3. Das reicht auf jeden Fall. 1, 2. So, jetzt habe ich die Spitze erreicht. Jetzt kann ich den Baum von oben nach unten wegrasieren. Endlich! So, hier ist ein Log. Hier sind Logs. The Last Goodbye. Schöner Song. Den hört ihr jetzt leider nicht. So, nächste Schicht. Ich mag diese Bäume jetzt schon nicht. Gute Voraussetzung. Ja, bis ich die gefällt habe, ist schon das ganze Holz, was in den Blättern liegt, despawned. Weil ich so lange brauche, um das wegzuholzen hier. So, aber gleich haben wir's. Dann despawnen die ganzen Blätter, dann kann ich einmal runtergehen und alles farmen. Ah, hier noch, genau. So. Dann haben wir den ersten Baum klein. Ich bin gespannt, wie viel Holz wir haben. Vielleicht reicht das auch schon, um ein bisschen mit Create anzufangen, wenigstens in der Folge noch. Das wäre nämlich ein Träumchen. 12 Minuten sind schon rum. Hiya! 12 Minuten Dave Baumfell. Ah, Dodo ist auch wieder da. Ich bin auch da. War lecker. Da hinten wohnst du, Dave. Wie viel Holz hat uns das Bäumchen gebracht? 2 Stacks und 37 Logs. Ich glaube, das reicht mir erstmal. Dann nehme ich auch einfach diesen schönen Kürbissen hier mit, falls ich die mal irgendwann brauche. Und dann renne ich mal wieder ab nach Hause. Hm? Was auch mal passieren kann, ist, dass wir eine Folge durch einen Stream tauschen. Also wenn wirklich gerade extrem viel Farmzeug ansteht, dann kann es auch mal sein, dass wir dann einfach einen Stream machen. Das würden wir vorher in der vorherigen Folge ankündigen. Plus dann auch nochmal im Community-Tab. Also wenn ihr was wissen wollt, schaut meistens in den Community-Tab. Da ist recht viel Aufschlussreiches. Ist der Gatekeeper dein ungebetener Gast? Ah, du bist bei mir zu Hause. Ja, nicht töten. Nee, hatte ich auch nicht vor. Er ist ungebeten, aber willkommen. Verstehst du? Ja. Perfekt. Die Chests sind personalisiert, ne? Ja. Also die Loot-Chests, ja. Wenn du da was reinlegst, sehe ich es nicht. Ich nehme nur den Stuff daraus, der mir gehört. Ach so. Ja, das kannst du natürlich machen. Ja, komm, lass mich höher climben hier. Ich bin gleich wieder zu Hause, dann sehen wir uns auch. Ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie mein Inventar kaputt gemacht. Was hast du getan, Dodo? Ich bin auf Dark Mode gegangen und jetzt wird's nicht mehr hell. Wo Dark Mode? Mann, ey. Da, unten. Unten in der Ecke hast du einen Dark Mode. I love it. Danke. Danke, TikTok. Ja. Okay, man hat die Windows-Meldung gehört, aber nicht gesehen. Sehr gut. So. Ich bin zu Hause. Wo ist er? Er ist in meinem Haus. Ich bin oben in deinem Haus, Klonk. Ja. Und lässt meine Tür auf. Tür mal zumachen. Ja, jetzt schmeißt... Oh. Toll. Ich hatte ein bisschen Wille mit mir da. So, Oh, ich hab's. Dave, guck mal hier für dich. Dankeschön. Ja. Ich hab für später auch übrigens schon Kartoffeln... doch Kartoffeln und Karotten, die wir anbauen können. Aber die ich anbauen werde. Dann komm einfach zu mir. Ich habe eine Farm hier drüben. Ich werde nur eine eigene Farm bauen. Okay, dann halt nicht. Ja, meine ganzen Mitbewohner, brauchen halt auch Essen und von daher. So, jetzt haben wir ein bisschen Andesite Alloy. Damit können wir ein wenig craften in Create. Wir machen mal so
So, 32 von denen schafft's schon mal. Und dann können wir uns large wie jetzt klar. Warst du in dem Turm da drüben schon, Dave? Wo bist du? Du bist da hin. Ich glaube nicht. Vorsicht, das ist ja einer von den Türmen, die Dodo als sein Zuhause erklärt hat. Die haben eine Trap Chest mit Kaboom. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Das hatte ich damals schon beim Testen herausgefunden. Von der Seitdem Mod. Ist es bei mir hier oben ein bisschen luftig, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Renovierungsarbeiten, ne? Ja, ja. Wollte ich mit Aussicht auf TNT. So, jetzt haben wir mal machen. Jetzt haben wir schon mal drei Large Water Wheels. Jetzt brauche ich noch ein. Die bieten sich an was von mir. Ja, kriegst du. Aber jetzt brauche ich noch. Hier, Iron. Hier ist Iron. Gib mich. Und ein Bucket! Wuhu! Jetzt kann ich einmal ein Place deciden, wo wir den ganzen Spaß auch machen. Wenn. Jan, hast du ein Bett dabei? Bett dabei. Ein Bett dabei, nein. Okay. How the table turn? Da sitzt die Schwierigkeit einfach schon ein. Ja. Ich glaube, ich fange mal einfach hier unten an. Hier ist ein bisschen gerader. Und hier ist also ein bisschen, ich könnte theoretisch schlafen. Wie sieht's bei euch aus? Nein. Ja, how did the tables turn, ne? Ja. Dann werde ich jetzt mein kleines Enclosure bauen für die. Damit die mir auch hier schön was produzieren können. Hier sind wir etwas drin. Steak. So. Drei und dann straight runter habe ich gemacht. Mal weg. Zwei, drei. Was macht der denn da? Jetzt du. Geh weg. Ich brauche ich hier gerade gar nicht. Ich bin am Bauen. Siehst du das nicht? So, das brauche ich nicht. Dann gehe ich mal nach Hause. So, dann brauche ich jetzt Wasser. What that? Watermelon! Mich Wasser. Wasser. Also natürlich smart. Ich mache jetzt auch nochmal ein Lock hin, damit ich hier auch rankomme. Eins. Juhu! Wo fließt's raus? Da hinten. Hoppala. Und hier. Barrows. Ah. Gut. Die nicht abhauen. Scheiße. Verbaut. Das sieht jetzt natürlich aus wie ein Mess. But why? Warum sind hier vier und da drei? So? Ja, bin ich recht. Was soll denn? Zack. Das wird später noch schöner. Jetzt müssen wir erstmal damit leben. So, Nummer 2. Füllt der dritte sich automatisch? Natürlich nicht. Wollen wir noch einen dritten Bucket? Ja, ich befürchte, wir kommen aber leider gar nicht so weit in der Folge, weil wir haben jetzt das Waterwheel fertig. Und ich merke, ich habe mich echt ein wenig verbaut. Ist aber nicht schlimm. Ich kann nämlich das hier wegmachen. Wie viel Zeit haben wir denn noch auf der Uhr? Deswegen sage ich ja, wir kommen ja nicht mehr so weit. Wir sind jetzt fast am Ende. Ich mache noch eine Kleinigkeit zu Ende und dann ist der nächste auch schon dran. Oh, dann muss ich mich ja schon mal mental darauf vorbereiten. Ja, ne? Als ob das jetzt so was Schlimmes wäre. Nein. Hier haben wir jetzt Energie drauf, sogenannte Stress Units. Und die wir jetzt produzieren, um Sachen zu verwursten. Ganz toll. Wir werden jetzt nochmal, wie gesagt, die Quests claimen. Dafür renne ich nochmal eben schnell bei mir in meine Bude rein. Wir könnten jetzt auch schlafen gehen. Willst du schlafen? Ja. Ja, dann Abfahrt. Abfahrt. Sekunde. Weil jetzt bin ich gerade nicht bei meinem Bett. Du warst immer am längsten. So, jetzt bin ich auch im Bett. Sehr gut. So.
Dann schmeiße ich jetzt mal einfach alles Relevante hier rein, was ich nicht brauche, weil wer braucht Ordnung? Das vielleicht nehme ich hier doch raus. So, das Holz kommt da rein. Und mein Bucket. So, dann was kriegen wir denn noch Schönes aus den Quests? Wir claimen jetzt einfach mal ganz viel. Meins, mein und meins. Knochen, die kann ich tatsächlich gebrauchen. Beide Eis brauche ich jetzt nicht. Und was haben wir hier? Kill the Trading Villager. Oh, sehr gerne. Da kriege ich sogar hier schön ein Pedestal. Und ein Speed Argument für die Iron Furnaces. Das ist nice. Mein Knopf ist gerade bei mir abgeschmiert. Sword of the I-50D. For those brave sein, enough. Du nicht aufnimmst. To slaughter the mighty and annoying trader. Oh, that's cool. Das wird definitiv ausgestellt. Das ist sehr schön. So, dann habe ich hier noch, was habe ich hier noch? Da oben Redstone habe ich gefunden zwischendurch. Kriege ich einen Hammer für? Ein Redstone-Hammer wahrscheinlich? Farming, da haben wir das Lasso bekommen von dem Wandering Trader. Dann Mystic Agriculture, das, ja, die Sands droppen ja automatisch. Und ein Shards habe ich gefarmt. Nehme ich alles gerne an mich. Damit die Quests natürlich auch weitergehen. Getting started. Die Task muss ich annehmen, damit das überhaupt funktioniert. Schade war's. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen farmen müssen. Steam Age, was habe ich hier bekommen? Sticky Resin habe ich bekommen. Wahrscheinlich von einem Rubber Tree. Das nehme ich auch gerne. So, Ars ist etwas, womit ich als auch bald starten werde. Aber nicht so exzessiv, wie Dodo es machen wird, weil es ein Magiemod ist. Den ich Ihnen gerne überlassen würde. Ich werde das so ein bisschen nebenbei bei mir in den Folgen machen, ohne viel dazu zu explainen, weil das ja wirklich ein schöner Mod ist, der echt hilfreich sein kann, vor allem am Anfang. Ja. Freut sich. Wenn ich ihn verstehen würde, ja. Ja, gut, das ist ja immer so die Sache mit dir. Brushhammer von Silent Gear bekommen. Ich weiß gar nicht, was der macht. Und ich habe einen Mystical Agriculture Tome bekommen. Das ist sehr gut, weil mit Mystical Agriculture werden wir uns auch bald auseinandersetzen. Das wird aber dauern. Das werde ich nämlich erst machen, sobald wir ordentlich was an Automatisierungen haben für den Mod. Also ist ja echt kacke, ganz ehrlich. Ja, aber jetzt haben wir ein bisschen was geclaimed. Unsere Ausbeute ist noch sehr gering, weil wir halt noch die ganzen Basic Quests claimen. Hier, okay, da ist jemand kurz gegangen. Witzig. Ich bin wieder da. Hoffentlich. Ja, und dann... Okay, aber während Jan joint, würde ich jetzt gehen. Weil wir sind auch schon ein bisschen drüber. Ja, ja, alles gut. Und okay. Die nächste Folge ist dann bei Dodo. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch. Danke. Mit was auch immer ihr zu tun habt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao. Tschüss.